Hallo zusammen, mittlerweile habe ich schon einige Videos darüber gemacht, wie man die Lunge sauber macht. Vielleicht weißt du auch, dass es relativ wichtig ist, immer mal wieder eine Lungenreinigung durchzuführen, um eben Viren, Bakterien oder andere Erreger aus der Lunge wieder rauszubekommen. Das ist der ideale Nährboden, gerade wenn man viele Jahre geraucht hat oder Atemwegserkrankungen hat, die einfach nicht wieder weggehen, dass man dann die Lunge sauber halten muss. Das kann man unterstützen mit einer einfachen Lungenreinigung. Wir machen jetzt eine für die oberen Atemwege. Also gerade hier so der Halsbereich, Stimmbänder auch ein bisschen, aber wir konzentrieren uns erstmal auf den Hals hauptsächlich. Du kannst super einfach mitmachen. Das ist wirklich gar kein Problem. Wir brauchen 5 bis 10 Minuten und du brauchst kein Hilfsmittel dazu. Also lass uns direkt anfangen und dafür atme mal einfach ganz locker mal durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Schau mal, ob jetzt gerade, ob du das Gefühl hast, ob irgendwo die Atmung erschwert ist, ob du das Gefühl hast, dass du tiefer einatmen könntest, also wirklich so einatmen kannst, ob unten noch Platz ist, aber du kommst einfach nicht weiter. Einfach nur mal vergleichen, wie heute deine Atmung dabei dann ist. Und nochmal einatmen. Und aus. Letztes Mal. Einatme Nase. Ausatmen Mund. Jetzt atmen wir langsam durch die Nase ein. Warum langsam? Langsam durch die Nase einatmen, weil wenn wir schnell einatmen, dann ziehen wir das alles noch viel tiefer runter. Der Schleim lagert sich in den Bronchien ab und dass die dort wieder den Schleim wieder zu lösen, das ist echt eine schwierige Aufgabe. Deswegen langsam einatmen, schnell, kräftig und lange ausatmen. Ich zeige dir das einmal. Einatmen, Nase. Lange ausatmen. Nochmal ein. Kräftig lange aus. Ein. Aus. Letztes Mal. Einatmen. Kräftig lange ausatmen. Okay. Einmal wieder einatmen, locker durchatmen, ganz entspannte Atemzüge jetzt erstmal, wieder einatmen, nochmal ein und aus. Jetzt bewegt mal den Kopf ganz langsam mal nach oben, dass du mal so weit nach oben schaust, wie du kommst. Halt mal die Position. Wir wollen jetzt den Hals einmal strecken, die ganze Muskulatur darum, dass die mal Länge bekommt, dass sie nicht so doll auf unsere Speiseröhre, auf unseren Hals eben drauf drückt. Dafür eben weit nach oben schauen, dass die Muskulatur hier vorne jetzt mal gedehnt wird. Vollkommen egal, wie weit du dabei kommst. Hauptsache, du merkst ein Ziehen dabei und im besten Fall machst du es so wie ich. Am besten nicht reden. Komm ganz langsam wieder runter. Wieder in die Mitte einmal schauen. Einmal räuspern. Du merkst schon, es hat einen Effekt. Jetzt einmal runterschauen. Einmal alles, was wir hier hinten haben an Muskulatur, unsere kurze Nackenmuskulatur, einmal aufdehnen. Mal weit runterschauen. Wieder in die Mitte. Und nochmal nach oben. Jetzt nicht halten, sondern ganz langsam einmal nach oben, nach unten schauen. Ganz langsam. Und hoch. Keine Hektik. Niemand hetzt uns.
und wieder in die Mitte einmal schauen. So, jetzt einmal Schultern ganz bisschen lockern. Das kann ein bisschen auf den Nacken gehen. Das ist normal, gerade bei Dehnungen. Bisschen die Schultern kreisen und jetzt mal nach links rüber schauen. Und einmal nach rechts rüber schauen. Wieder links und rechts. Okay, komm mal einmal wieder in die Mitte. Einmal räuspern. Du merkst schon, es hat einen Effekt. Du merkst vielleicht auch schon, da hat sich was gelöst. Wenn nicht, ist alles gut, wunderbar. Wenn ja, dann hast du schon deinen Erfolg eben gehabt. So, jetzt brauchen wir einmal einen phonischen Laut. Das bedeutet ein langes A mit offenem Mund, um eben auch mal deine Stimmbänder in Vibration zu bekommen, um einmal alles dort mal zu lösen. Gerade für Sänger zum Beispiel ist das besonders interessant. Also einmal ein langes A, Nase einatmen und aus. A. Ja, kannst gleich deine Nachbarn mitwecken. Noch einmal ein. Und aus. Letztes Mal einatmen und aus. Okay, einmal zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen. Ganz entspannt, locker. Und letztes Mal. So, wir brauchen jetzt nochmal einen ganz bestimmten phonischen Laut. Wir brauchen einen kräftigen Ausatemzug. Das bedeutet, Nase wieder einatmen, jetzt so schnell wie du kannst, wirklich richtig schnell, kräftig alles rauspusten. Sieht dann so ungefähr aus. Nase wieder ein. Und mach mit. Aus. Also wirklich richtig schnell, kräftig alles raus. Nochmal. Zweites Mal. Und aus. Drittes Mal. Ein. Und aus. Letztes Mal. Und aus. Okay, einmal durchatmen. Meine Empfehlung jetzt für gleich ist, wenn du ein Inhalationsgerät hast, mit Kochsalzlösung zum Beispiel, dann kannst du das wunderbar dazu verwenden. Das ist gar kein Problem. Das löst dann eben nochmal, das hat einen unterstützenden Effekt dazu. Du kannst auch zum Beispiel einen Tee benutzen, ein warmes Getränk. Wunderbar. Ich trinke jetzt gleich wahrscheinlich wieder meinen Rooibos-Tee. Und du kannst natürlich auch Thymian, Honig oder sonst einen Tee benutzen, der dir einfach gut tut. Es gibt mittlerweile ja schon viele Teesorten, die auch sich darauf spezialisiert haben. Salbei zum Beispiel, Eukalyptus. Nimm einfach den Tee, der dir dazu gut den du einfach magst und der dir einfach dabei in dem Moment gut tut. Ansonsten frische Luft. Frische Luft ist genial. Ich werde gleich auch ein paar Schritte mal wieder draußen machen. Ich werde eine Runde spazieren gehen und das empfehle ich dir auch dazu. Also wenn du gemerkt hast, dass es dir geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du jetzt noch einmal diesen Kanal abonnieren würdest, dass du danach dann rausgehst, ein bisschen spazieren gehst, ein bisschen an der frischen Luft bist und trinken Tee. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ein paar wundervolle Tage. Bis dahin, dein Nico.